Erstmal einen Riesenapplaus für meine Schönheiten. Also der Wahl, alle schön, alle toll, alle haben eine Wahnsinnszukunft. Und glaubt mir, auch Nicole, die hat zweiten Platz mal gemacht. Sie ist das Gucci-Kampagnengesicht, sie ist Benetton. Also ihr habt alle eine Zukunft für euch. Ihr seid ausgewählt. Und keiner traurig, egal wer ersten, zweiten oder ersten Platz, ihr seid alle Gewinner, oder? Ein herzlichen Applaus für die traumhafte und tolle Moderation, Alexandra Polzi. Dass es uns gelungen ist, im zweiten Jahr sie gewinnen zu haben, großartig, ganz toll, mit Charme und Leidenschaft ist sie auch dabei. Sie ist ja auch eine Lifestyle-Moderatorin. Dankeschön, dass Sie zahlreich erschienen sind. Purple rain, purple rain. I only want to see you bathing in the purple rain. Come on! So, jetzt müsst ihr so machen. Mach ein bisschen lauter, bitte. Come on! What's wrong with the world? So, und der Blumenstrauß geht an Eleanor Isenberg. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Geht an. Geht an Ophelie Nishi. Der erste Platz ist ein 3-Jahres-Exklusivvertrag beim Model Management, logischerweise auch wieder ein Voucher von Marriott Hotel. Veronique verteilt noch Geschenke. Hast du noch irgendwas? Wollen wir noch was verteilen? Also, der erste Platz geht an Jana Julius. Herzlichen Glückwunsch! Ja, also es wird sehr spannend. Wirklich nicht nur die dritten, zweiten und ersten Klasse, auch für die anderen Mädchen. Deshalb strahlen sie auch, die wissen das. Wie zum Beispiel bei Nicola Tino vor letztes Jahr, die hat ja dritten Platz oder einmal hat sie, sie hat zweimal teilgenommen in den verschiedenen Bundesländern. Einmal hat sie gar keinen Platz gemacht und einmal hat sie zweiten Platz und heute ist sie die Miss. Die neue Gesicht von Gucci-Kampagne. Das heißt, wir müssen wirklich, die Mädchen, die werden ja erstmal entdeckt und die bekommen den letzten Schliff und sie werden auch geformt und vorbereitet für, die, für diese High-Fashion-Welt. Und da geht mir nicht nur Schönheit, sondern wirklich auch dieses Details, dieses Business zu lernen, wie beim Schachspielen.
bevor dass man Schach spielt, muss man erstmal die Regeln beherrschen. Und da geht nicht nur einfach, dass man gut aussieht und Schach spielt, sondern man muss auch wirklich denken. Und das ist eher bei dem Model, das ist die Kombination in High Fashion, die Kombination aus ja, diesem Look und dieser Intelligenz. Und das haben sie alle hier. Das hast du schön gesagt.